Sein Name ist Tom. Er ist Ende 50 und Chief Superintendent in Causton, einer beschaulichen kleinen Gemeinde in Südengland. Dort passieren die verrücktesten Morde und zu einem nehmen wir euch jetzt mit. Danke für euer Like und willkommen bei Hör mal zu, deinem Kopfkino-Kanal. Überraschung draus machen möchte. Hallo, Kalli. Morgen, Dad. Du weißt, dass deine Mutter keine Überraschungen mag. Ja, aber diese gefällt ihr bestimmt. Tatsächlich? Wieso? Was ist denn? Nein. So einfach legst du mich nicht rein. Aber ich kann dir doch sicher ein paar Fragen stellen, oder? Soweit ich weiß, muss ich nichts aussagen, es sei denn, ich habe den Wunsch auszusagen. Dann hab den Wunsch. Ich führe euch zum Essen aus. Hört sich gut an. Irgendwas Schickes. Ins Crown. Heute Abend. Ins Crown? Oh, ich muss das Verhör bis auf Weiteres unterbrechen, aber sobald sie zusammenbricht, kriegt sie Frühstück. Barnaby? Der Name ist John Ransom, 24 Jahre, gut ernährter Mann. Laut Führerschein wohnte er in Midsommar Mere, wo er auch gestorben ist. Wissen Sie, was passiert ist? Leider nicht ganz einfach zu beantworten. Er hat sich zwar geprügelt, aber ich denke, dass es mehr hiermit zu tun hat. Sie sehen aus wie elektrische Verbrennungen. Insgesamt 14. Über die Kopfhaut verteilt. An der Haut sind noch Spuren von Klebstoff. Und er hat eine phänomenale Menge Alkohol im Blut. Ich habe sein Gehirn mal gescannt. Und die dunkle Stelle hier sieht für mich aus wie eine Embolie. Hat die ihn umgebracht? Wir haben noch nie etwas Vergleichbares gehabt. Als hätte ihn jemand betrunken gemacht, ihm Elektroden angeklebt und sein Gehirn frittiert. Morgen, Sir. Scott, keine Krawatte? Sir? Wir ermitteln hier in einem Todesfall. Da ist Krawatte das Mindeste. Oh, Entschuldigung. Ich war nicht sicher, ob sie zum Hemd passt, Sir. Ja, der Wirt ist drin. Er meint, er hat den Mann rausgeworfen und der ist ausgeflippt. Die beiden suchen den Pub auf. Mr. Kirby, ich bin Detective Chief Inspector Barnaby. Der muss aber ziemlich ausgeteilt haben. Bin ich verhaftet? Ich beschuldige weder Sie noch sonst jemanden hier einer Straftat. Allerdings möchte ich wissen, was im Einzelnen hier geschehen ist. Mein Sergeant sagt, dass Sie mit dem Opfer gesprochen haben. Stimmt das? Natürlich habe ich das. Ich habe ihn rausgeworfen. Ich habe die Tür wieder zugemacht und er fing an zu heulen wie ein Dämon. Ist er da auf Sie losgegangen? Also mal ehrlich, der Typ ist komplett ausgerastet. Wir waren zu sechs und konnten ihn kaum halten. Und kurz bevor er gestorben ist, da hat er einen merkwürdigen Ausdruck in den Augen. Ich bin Detective Chief Inspector Barnaby. CID Causton. Und Sie sind? Gregory Ransom. Dr. Gregory Ransom. Johns Vater. Oh, ich hätte über Johns Tod mit Ihnen zu reden. Ist die Todesursache bekannt? Der Pathologe untersucht ihn noch. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Gegen 14 Uhr gestern. Da hat er sich meinen Wagen genommen. Und wohin wollte er? Ich nehme an, so wie immer, zu irgendeinem Pub. Wo er irgendwann, wenn er nicht zu betrunken dafür war, eine Schlägerei anfing. Dr. Ransom, bitte verzeihen Sie mir die persönliche Frage, aber was empfinden Sie? Inwiefern? Nach dem Verlust Ihres Sohnes. John hatte weder für mich noch für sonst jemanden Gefühle. Seine Sorgen galten nur ihm selbst. Seiner Befriedigung. Sagen wir so, meine Gefühle für John waren eingeschränkt. Eingeschränkt? Ich war mir eben im Klaren darüber, was er war. Verzeihung bitte, Sir. Das lag im Lotus. Es ist ein Wettschein dabei und das sind etwa 6.000 in bar. Von Lowell Tanner? Wer ist Lowell Tanner? Ein glückloser Buchmacher. Wenn Sie wissen wollen, wo John gestern war, fangen Sie dort an und arbeiten sich bis zu seinem Tod vor. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Nein, bitte, Dr. Ransom. Scott, versuchen Sie doch bitte, diesen glücklosen Mr. Tanner zu finden. Dr. Ransom und ich werden uns unterhalten. Hör mal zu. Danke für dein Like. Also, ungeachtet Ihrer Gefühle für John, sind wir verpflichtet, den Tod Ihres Sohnes zu untersuchen. Und wir reden entweder hier vernünftig miteinander oder auf dem Revier. Im Moment ist eines klar, Ihr Sohn hatte bei seinem Tod eine Reihe von Verletzungen am Körper. Und zwar im Einzelnen 14 wahrscheinlich elektrische Verbrennungen, gleichmäßig über die gesamte Kopfhaut verteilt. Bevor das Wunder des Stroms entdeckt wurde.
Die Bücher der Pfarrei reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück und damals war die Kirche voller. Detective Sergeant Scott. Peter Kubetsky. Und wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche einen gewissen Lord Tanner. Sie wissen nicht, wo er um diese Zeit ist, oder? Ich wüsste es, wenn ich schon mal geschafft hätte, ihn herzulocken. Hm. Aber dieses Dorf zeigt mehr Interesse an einfachem Aberglauben als an komplexer Religion. Wenn er nicht in seinem Laden ist, versuchen Sie es im Pub. Der Säugling meldet sich über das Babyphone. Entschuldigen Sie mich. Ich wollte Sie heute besuchen. Schrecklich, das mit John. Das ist Emma, John Ransoms Schwester. Mr. Scott ist von der Polizei. Es tut mir unendlich leid. Wir können das mit der Taufe von Christine erstmal nicht machen, Peter. Ach du großer Gott. Sergeant, Sie müssen sicher mit Emma sprechen, aber vielleicht haben Sie noch einen Moment Geduld. Klar. Auf dem Land ist es ganz leicht, Menschen zu finden. Geh einfach in den Pub. Dort triffst du alle. Lord Tanner? Wie oft ich ihm schon gesagt habe, das funktioniert sowieso nicht. Die wollen hier wieder einen neuen Automaten reinstellen. Bei den Leuten da? Wenn über hier nur so viel Glück hättest, wenn dann zocken was. Als werfen sie einem Nest von Krokodilen einen gemästeten Truthahn vor. Hey. Der Wirt, der wartet schon auf Sie. Oje, oje, nein. Sir? Scott, besorgen Sie uns einen Elektriker, jemanden, der sich für uns einen Faraday-Käfig ansieht. Michael Faraday. Oh, sagen Sie bloß, Sie hatten keinen Physikunterricht. Mehr Naturwissenschaften so generell. Wer ist das? Lord Tanner, Sir, Buchmacher. John Ransom hat ihn gestern bis aufs Hemd ausgezogen und den Nachmittag im Pub verbracht. Zumindest weiß man dann, wo der hohe Alkoholspiegel hergekommen ist. Aber ich weiß auch, wo John Ransom den Morgen verbracht hat, nämlich verkabelt in einem elektrischen Stuhl als kleines Experiment für seinen Bruder. Und ich habe außerdem etwas überaus Interessantes über Midsommar Meer erfahren. Jeder weiß, was als nächstes geschieht. Ich habe mit Jimmy Kirby geredet. Irgendwie geht es hier um zwei Familien. Ja, die Kirbys und die Ransoms. Ja, die Kirbys sind angeblich fähig, in die Zukunft zweites zu sehen. Zweites Gesicht nennt sich das. Zweites Gesicht? Tom glaubt nicht an diesen Mumpitz. Sie werden diesen Mumpitz doch wohl nicht glauben. Nein, Sir, ich meine nur, dass meine Großmutter abergläubisch war. Zum Glück für den Fortgang der Ermittlung, Scott, war meine es absolut nicht. Mr. Kirby, John Ransom hat gestern Nacht den Tod gefunden. Mit Kratzern, Prellungen, blauen Flecken im Gesicht, wie man sie aufweist, wenn man verprügelt wird. Und ich denke, es wäre eine gute Idee, endlich damit herauszurücken, was passiert ist und mir zu sagen, wo ich Ihren kleinen Cousin finde. Also fragen können Sie hier, solange Sie wollen, aber es wird Ihnen nichts nützen. John Ransom stand immer mit einem Fuß im Grab. Und was ganz genau soll das bedeuten? Es bedeutet, er war in diesem Labor. Sie wissen also von diesen Experimenten, oder? So hat Mad Max sie wohl bezeichnet. Warum hat er wohl angefangen, dazu seinen eigenen Bruder einzuspannen? Hm? Weil keiner von uns hier da mehr hingeht. Das heißt, Sie haben mitgewirkt bei dem, was in Lower Meerhaus stattfindet? Ich will nur sagen, dass manche von uns sogar noch die Narben davon haben. Also gut, mein kleiner Cousin, ja? Der geht schnell auf die Palme, ist immer gleich mit den Fäusten dabei, ja? Aber wenn Sie wissen wollen, worum es bei der Klopperei ging, fragen Sie Prediger Pete. Und wenn Sie wissen wollen, woran John gestorben ist, dann gehen Sie hin und sagen Dr. Ransom, Sie wollen 200 Mäuse für einen Vormittag auf seinem verdammten Stuhl. Und lassen Sie Mad Max in Ihren Schädel rein, so als ob er das mit den Fingern tut. Aber ich würde mir für danach einen schönen langen Urlaub gönnen. Sie werden nämlich ganz schön Kopfschmerzen kriegen. Ah, Sergeant Scott. Das ist Pete Kubetsky, Sir, Pfarrer hier im Dorf. Sehr erfreut. Oh. Detective Chief Inspector Barnaby. Man hat uns gesagt, Sie wüssten etwas über John Ransom. Ja, er hat mich gestern besucht. Worum ging es denn? Es ging um die geplante Taufe. Emma und Ben Kirbys Tochter. Und ich sagte, ich könne nicht darüber mit ihm reden, solange er nicht mit Ben spricht und Emma. Soweit wir wissen, war er danach im Pub, traf dort Ben Kirby und irgendwie haben die beiden wohl eine Prügelei angefangen. Und ich muss Ihnen sagen, wir behandeln diesen Todesfall als Mord. Das Kind ist John Ransoms Nichte. Emma Kirby, die Mutter, hieß mit Mädchennamen Emma Ransom. Dr. Ransoms Tochter. Zwei Familien, Sergeant. Zwei große Häuser.
beide gleich in ihrem tief verwurzelten Widerstand gegen meinen Versuch, das Kind zu taufen. John wollte die Taufe unterbinden. Ben und Emma haben Christus als Erlöser angenommen. Was keine der Familien freut oder zur Nachahmung anregt. Für heute ist genug ermittelt. Tom fährt zu Joyce, die einen herrlichen Braten im Ofen hat. Dazu gibt es einen schweren Rotwein und dann legt sich Tom schlafen. Der nächste Morgen. Mrs. Emma Kirby? Ich bin Detective Chief Inspector Barnaby von der CID Corston. Könnte ich mit Ihnen reden, bitte? Dann kommen Sie besser rein. Danke. Es tut mir leid, was mit Ihrem Bruder passiert ist. Die Nachbarn fragen schon wegen der Beerdigung. Ich befürchte, dass unser Pathologe noch mehr Zeit brauchen wird. Bedauere. Nein, danke, nicht für mich. Der Pfarrer, der sagt, die Ransoms und die Kirbys seien wie zwei große Häuser. Ich weiß, was es mit Romeo und Julia auf sich hat. Und ich weiß auch, dass John mit allen Kräften verhindern wollte, dass ihre Tochter getauft wird. Warum? Warum war ihm das so wichtig? Vor allem wegen etwas, das John hatte. Und wir haben es nicht. Ich vermute das zweite Gesicht. Ben hat es also nicht? Als Kirby sollte er eigentlich, aber er hat es nicht. Und er würde es auch nicht wollen, so wenig wie ich. Wir haben den Glauben, Inspektor. Wir gehen in die Kirche, wir glauben an Gottes Wort, an die Wiederkunft des Herrn. Wieso wollten beide Familien die Taufe unbedingt unterbinden? Weil sie Christine ihrem Einfluss entzieht. Hallo, Joyce, Liebes. Nein, Sir, ich bin's. Oh. Entschuldigung, ich war gerade beim Anwalt der Ransoms. Und wie es aussieht, hat John Ransom nie ein Testament gemacht. Danke, Scott. Bis dann. Joyce, ich bin's. Ich bin auf dem Weg. Ich fahre direkt ins Crown. Es kann aber später werden. Also gut dann, bis nachher. Daraus wird erstmal nichts, denn eine Minute später klingelt das Mobiltelefon von Tom und es wird ihm eine Leiche gemeldet. Er fährt direkt zum Tatort. Seit etwa einer Stunde tot. Gebrochenes Genick. Ich würde sagen, entweder ist er die Treppe heruntergefallen oder gewaltsam gestoßen worden. Die Vordertür war offen und blockiert, wie beim letzten Mal. Hier konnte praktisch jeder reinmarschieren. Wer hat ihn gefunden? Der Elektriker, Sir, den wir gebeten haben, dass er sich den Faraday-Käfig ansieht. Er hat niemanden hier gesehen. Fehlt irgendwas? Schwer zu sagen, Sir. Wir müssten den anderen Sohn finden. Ich habe Ben Kirby durch den Computer gejagt. Tatsächlich? Guter Arbeit, Scott. Merken Sie sich, was Sie sagen wollten. Taschenlampe. Danke. Wollte jemand hier Beweise vernichten? Oder wissenschaftliche Daten? Oder was von John Ransom übrig geblieben war? Aber wieso, Sir? Das weiß ich nicht. Aufrechter Zorn? Erzählen Sie von Ben Kirby. Einmal vorbestraft, Sir. Körperverletzung in den Ferien. Damals war er 17. Hat sich ein Billardkö gegriffen und zugelangt. Billardkö? Von wegen die andere Wange hinhalten. Gut. Sagen Sie den Streifenkollegen, dass wir Max Ransom suchen. Und dann soll sich die Spurensicherung das Zeug ja ansehen. Vielleicht gibt's ja Fingerabdrücke. Und wenn Sie fertig sind, fahren Sie rüber zu Emma Kirby. Sie muss auf jeden Fall informiert werden. Und warten Sie da auf mich. Mom. Es nennt sich Theater in Schulen. Es ist mit Sicherheit interessant. Ich wohne bei einer Freundin aus der Schauspielschule. Tee? Jemand vielleicht? Corston war für mich niemals der Endpunkt. Es war Teil meiner Weiterentwicklung. Ich finde, wir sollten Kali erst ruhig zuhören. 10 Vorstellungen für den Anfang. 10 weitere, wenn wir die Mittel kriegen. Und was genau passiert dann? Niemand weiß, was dann passiert, Mom. Genau das nennt man die Zukunft. Joyce. Es ist mir klar, dass es nicht der wunderbarste Job auf der Welt ist. Es ist nicht das National. Und es wird schwer für Sie. Aber Sie möchte es nun mal tun. Tom, ich hoffe bloß, dass sie dabei zufrieden ist. Ja. Wovor hat Christine sich gefürchtet? Mr. Ransom. Ich möchte, dass Sie mir ganz genau erzählen, wo Sie heute Abend gewesen sind. Seitdem Sie das Haus verlassen haben. Das war vor etwa einer Stunde. Wo sind Sie hin? Ein wenig spazieren gehen. Und dieser Spaziergang führte Sie zu Ihrer Schwester? Aber als ich die Tür öffnete anstelle von Emma, liefen Sie weg? Wollten Sie tatsächlich zu Emma oder eigentlich zu Ben? Ich habe Ihre Forschungen, vielmehr was davon übrig war, beim Haus gefunden. Haben Sie das verbrannt?
Sie hatten mir gesagt, dass John ein großes Talent für Präkognition hatte. Immerhin haben Sie die hiesigen Buchmacher pleite gemacht, was wohl heißt, dass Ihr Experiment ein voller Erfolg war. Wer hat Ihre Unterlagen verbrannt? Ich. Warum? Weil es meine waren. Ist Ihnen an dem Kind was aufgefallen? Als ich an die Tür klopfte, hat sie geweint? Nun kommen Sie ehrlich, Sie sind Bullen. Gute Beobachtungsgabe. Ist Ihnen aufgefallen, ob Christine angefangen hat zu weinen, bevor ich an die Tür geklopft hatte? Diese Vernehmung ist unterbrochen. Es war doch vorher, oder? Suchen Sie ihm eine Zelle. Ich muss es wissen. Warum beantworten Sie die Frage nicht? Weil mir nun mal die Frage leider nicht sehr gefällt, Mr. Ransom. Die Primarschule in Midsommar Meer. Ich würde uns da gern provisorisch einrichten. Und Sie können für mich noch etwas tun. Es muss aber morgen sein. Greifen Sie sich den Anwalt der Ransoms. Finden Sie heraus, wer das Vermögen der Ransoms jetzt erbt. Tom, was machst du da? Ist alles in Ordnung? Ja. Wie soll ich sagen? Ich habe fast jemanden überfahren, als ich zu euch unterwegs war. Ich konnte im letzten Augenblick noch bremsen. Ist bestimmt alles in Ordnung? Oh, ja. Ich dachte nur, ich hätte ihn schon mal irgendwo gesehen. Aber was hast du denn damit vor? Glauben auch Sie an das Übernatürliche, Mrs. Barnaby? Dann folgen Sie mir. Hier. Zieh eine Karte. Irgendeine Karte. Zeig sie mir nicht. Karo 9, stimmt's? Aber du weißt, dass die Karten markiert sind. Natürlich weiß ich, dass die Karten markiert sind. Aber Kali wusste es nicht, oder? Für sie war ich der große Zauberkünstler. Und Joyce, ehrlich gesagt, glaube ich, wir sollten versuchen, sie tun zu lassen, was sie tun muss. Ich meine, sie ist ja keine 8 mehr, oder? Du machst dir wohl Sorgen, dass wir diese Unterhaltung noch führen, wenn wir 80 sind. Ja, das denke ich. Aber Sorgen machen ändert überhaupt nichts. Und ich glaube, Kali sieht das auch nicht als sich im Lieferwagen umziehen, vor Rotzbelgern auftreten. Sie sieht das als beste Möglichkeit, in den Beruf zurückzukehren. Etwa so wie die Karo 9 zu finden. Aber Menschen sehen gewöhnlich, was sie sehen wollen. Verstehe. Also der Tatortdienst ist im Labor fertig und der Elektriker nimmt sich nochmal diesen Dingsbums-Käfig vor. Ach, und das hier ist die Tüte aus dem Lotus, die mit Lord Tanners Wettschein drin. Die lag gerade in Dr. Ransoms Büro. Minus 6.000 Pfund. Wie geht's, Max? Übel drauf, Sir. Er will seinen Anwalt und er hat gerade sein Frühstück nach dem Sergeant geworfen. Eine sehr merkwürdige Art der Trauerverarbeitung, wenn man gerade Vater und Bruder verloren hat. Ja. Ja, wir unterhalten uns mit Ihnen, wenn er kommt. Scott, fahren Sie nochmal zurück ins Labor. Quetschen Sie diesen Elektriker ordentlich aus. Und ich denke, in der Zwischenzeit sehe ich mich nochmal im Zimmer mir um. Was ist passiert? Ich hatte eine Prügelei mit John. Wie geht's Emma? Also, die Polizei schwirrt überall ums Haus herum. Irgendwo muss ich eine Weile unterkriechen. Nur für 1-2 Tage. Nur so lange, bis sie den wirklichen Mörder finden. Geheimnis gelüftet, Sir? Nein, noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass Dr. Ransom wegen der 6.000 ermordet worden ist. Wie sieht's aus? Wissen Sie, was mich interessiert ist, welches Genie das verkabelt hat. Der Elektriker meint, egal wer es war, er möchte unbedingt Zeit im Knast verbringen. Nicht reinsetzen, egal was passiert. Der Saft geht nämlich da rein, in die Kopfstütze vom Stuhl. Jemand hat den Stuhl neu verkabelt? Ja, der Elektriker sagt, hier muss jede Sicherung durchgebrannt sein. Nur dass jetzt der Transformator so eingestellt ist, dass man raufgehen kann bis zum Anschlag. Und das ist mehr als tödlich. Wir haben die Verkabelung getestet, Mr. Ransom. Wir wissen, was da los war. Aha, und was genau wäre das? Sie haben Elektroschocks verwendet, um richtige Antworten zu produzieren. Andersherum formuliert, Sie haben Ihre Versuchspersonen immer dann geschockt, wenn eine Antwort falsch war. Aber dann fingen sie an, die Spannung weiter zu erhöhen. Ihr Bruder John hat einen erheblichen Elektroschock erhalten, kurz bevor er starb. Das führte sogar zu Verbrennung an seinem Körper. Angefangen haben sie mit 50 Volt und sich langsam raufgearbeitet. Aber sie waren so entschlossen, von ihm bloß richtige Antworten zu erhalten, dass sie ihm am Ende einen potenziell tödlichen Schlag versetzt haben. Ich nehme an, dass ihr Dad wenig erfreut war, als ihm klar wurde, was sie getan hatten. Musste er darum sterben? Weil er wusste, was sie getan haben? Inspektor, wenn Sie der Wissenschaft doch nur vertrauen würden, könnte ich Ihnen mit dem zweiten Gesicht den Mörder finden helfen. Ich sag Ihnen was.
Machen wir doch gleich hier ein kleines Experiment. Denn ich war so inspiriert von Ihrer kleinen Demonstration neulich, dass ich mir alles für ein Experiment mitgebracht habe. Was wissen Sie über Salieri, Scott? Salieri? Antonio Salieri. Ach, ich hab's nicht so mit italienischen Restaurants. Antonio Salieri wurde lange verdächtigt, Wolfgang Amadeus Mozart am 5. Dezember 1791 aus übergroßer Eifersucht und aus Neid auf das Genie, das er selber nicht besaß, ermordet zu haben. Aber das entscheidende Wort hier ist Mord, Scott. Emma? Ist Max noch hier? Ich fürchte, er ist auf dem Weg nach Corsten. Wir haben noch Vernehmungen durchzuführen. Ich muss mit Ihnen über Max reden. Darüber, wieso er mich besuchen wollte. Nun, ich nehme an, er wollte zu Ihnen wegen Christine. Es gibt noch einen anderen. Noch jemanden, den ich unbedingt beschützen will. Sie waren der Mann auf der Straße, oder? Ach so. Ich bin Detective Chief Inspector Barnaby. Alles in Ordnung? Es geht mir gut. Das ist Detective Sergeant Scott. Wir haben ein paar Fragen wegen Ben Kirby, Emmas Ehemann. Wir möchten ihn wegen einer Schlägerei im Park mit John Ransom sprechen. Emma denkt, Sie wissen, wo er ist. Hier ist er nicht. Verdammt, nicht anfassen. Fassen Sie nichts an. Mr. Kirby. Hey, können Sie nicht zuhören? Fassen Sie das nicht an, oder ich erschlag Sie. Das ist ein wissenschaftliches Instrument. Sowas darf man nicht anfassen. Mel, wir möchten Sie nur darum bitten, uns ein paar Fragen zu beantworten. Ben Kirby. Wenn ich Ihnen sage, was Sie wissen wollen, gehen Sie wieder, oder? Ben hatte Angst wegen der Schlägerei mit John Ransom. Er war gestern Nacht hier und jetzt ist er weg. Und was ist mit Max Ransom, Mel? Wollte er, dass Sie an den Experimenten teilnehmen? Hat er verlangt, dass Sie sich in den Käfig setzen? Wir reden über das zweite Gesicht, Mel. Emma sagt, dass Sie es haben und dass Max Sie gebeten habe, darüber mit Ihnen zu sprechen. Tut mir leid, aber ich versuche zu verstehen, wozu ein Mann mit dem zweiten Gesicht so etwas benötigt und die Stevenson-Hütte, um zu wissen, wie das Wetter sich entwickelt. Hören Sie mal, ich benutze es nicht! Das zweite Gesicht ist nichts. Nichts, wo Leute Witze drüber machen und lachen. Und eine Gabe ist es auch nicht. Und ich entscheide ganz allein, ob ich es benutze. Diese Kirche steht seit Jahren praktisch leer. Es gibt keine Gemeinde, keine Gläubigen. Und man erwartet, dass ich Midsommar mir wie einen brennenden Zweig aus dem Feuer reiße. Aber nach allem, was ich sehe, könnte das dauern. In Birmingham habe ich innerhalb von einem halben Jahr die Gemeinde vervierfacht. Mit Lautsprecheranlage für die, die nicht in die Kirche reinkamen. Deshalb nennen sie mich Prediger Pete. In einem Jahr wollte ich hier dasselbe schaffen. Dann kann ich mir vorstellen, eine Taufe wäre ein Etappensieg. Sie wäre ein Symbol für eine Zukunft voller Hoffnung. Hat Mel Kirby Ihnen je Ärger gemacht? Little Mel? Mel weigert sich, einen Fuß in die Kirche zu setzen. Mel drückt sich vor jeder Hochzeit, jeder Beerdigung und vor jeder Taufe. Und das seit 20 Jahren. Er steht für alles, was an diesem Dorf nicht stimmt. Kein Glaube. Das dauert nicht lange. Darf ich kiebitzen? Meinetwegen. Sehen wir uns die Karten an oder ersparen wir uns das? Drei Könige. Wohlan. Hier endet die Lektion, mein Freund. Das ist ein Royal Flush. Darf ich kurz mal sehen? Ja. Natürlich. Danke. Dankeschön. Also gut, Jimmy. Sie sagen mir, was ich habe. Karo 3 und Kreuz 9. Karo 4. Karo 9. Kreuz Dame. Pik Ass. Ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für sowas? Machen Sie ruhig weiter, nur weiter. Herz 2. Wie geht das? Geben Sie eine aus, dann sag ich's. Damit Sie mir sagen, das zweite Gesicht? Nein. Aber ich werde Ihnen sagen, dass wir einen riesen Spiegel über der Bar haben. Also, man sieht sich. War es kein Glück? Sie wissen ja, wie die Dinger heutzutage konstruiert sind. Magnete und Gewichte und so weiter. Unbesiegbar. Aber ich finde, mit ein bisschen Drücken
und ein bisschen halten. Magnete und Gewichte. Barnaby? Er ist an einem Blutgerinnsel gestorben. Der gute alte Schlag auf den Kopf mit einem stumpfen Gegenstand. Für den Anfang nennen wir es mal Freiheitsberaubung. Jemand hat Ihre halbe Familie aus dem Weg geräumt, Mr. Ransom. Nennen wir es doch lieber Polizeischutz. George, ich wage mal eine Prophezeiung. John Ransoms DNS-Profil unterscheidet sich von seinem Vater. Woher wussten Sie? Weil mich genau das schon die ganze Zeit beschäftigt, ohne Unterbrechung. Neben der fehlenden Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn soll das zweite Gesicht, falls so etwas existiert, doch erblich sein, oder? In diesem Fall nur durch die Kirby-Blutlinie, nicht die der Ransoms. Mich hat irritiert, dass Max Ransom es scheinbar auch hatte, aber er hatte es gar nicht. John Ransom hatte es wirklich, aber nur aus einem völlig klaren Grund. Er war zur Hälfte ein Kirby. Gute Arbeit. Morgen, Sir. Scott, hängen Sie sich an den Anwalt. Finden Sie raus, ob irgendwelche Kirbys vom Tod männlicher Ransoms profitieren. Die Kirbys? Und ob das an der Frage hängt, ob Ben und Emma ihr Baby taufen lassen. Ben? Vicar, verstehen Sie, bis die Beerdigungen waren. Tut mir leid, da müssen wir die Taufe eben einfach verschieben. Oh, ihr Kleingläubigen. Ich möchte, dass Ihnen klar ist, Emma. Niemand will Ihnen irgendetwas zur Last legen. Warum interessiert Sie das Testament meines Vaters? Wissen Sie, John ist an einer Kopfverletzung gestorben. Durch einen Schlag mit einer stumpfen Waffe. Und das bedeutet, dass er nicht infolge der zweifelhaften Versuche gestorben ist, die Max mit ihm gemacht hat. Und das bedeutet, dass der Täter immer noch frei herumläuft und dass Max möglicherweise in unmittelbarer Gefahr ist. Und aus diesem Grunde möchte ich eben genau wissen, was passieren würde, wenn, sagen wir, Max seinem Schöpfer unversehens begegnen würde. Was soll das alles mit mir zu tun haben? Emma, ich habe einige Beweise, die nahelegen, dass Dr. Ransom in Wirklichkeit nicht Johns leiblicher Vater war. Wusste John, dass sein Vater ein Kirby war? Max wusste es. Er hatte ja einige Proben von Jimmy und den anderen. Er wusste, dass John Kirby DNS hatte. John wollte wissen, wer Christines Pate würde. Und ich sagte ihm, wir wollten Little Mel. Und warum sollte Little Mels Beteiligung als Pate John berühren? Ich zeig's Ihnen. Es regnet, würde ich sagen. Und Sie, Mel? Es gibt eine besondere Verbindung zwischen Ihnen und Ben Kirby, von der Sie mir nichts erzählt haben. Die etwas damit zu tun hat, dass Sie nicht immer ein Einsiedler gewesen sind, nicht wahr? Emma hat mir das Klassenzimmer gezeigt und den Artikel mit der Fotografie. Der von Ihnen mit den Kindern. Mit den Kindern, die Sie beschützt haben. Und ich denke, dass es heute Ben ist, den Sie zu beschützen versuchen, oder? Mel, ich weiß, dass Sie der leibliche Vater von John Ransom sind. Er hatte seine Gabe von Ihnen. Darum will Max, dass Emma Sie überredet, ein Experiment mitzumachen. Und aus dem gleichen Grund will Max das Kind, Christine, nicht wahr? Weil sie auch so ist wie John. Das Kind von einem Kirby und einer Ransom. Und Dr. Ransom wusste das. Er meinte zu mir, seine Gefühle für John seien dadurch eingeschränkt, dass er immer wusste, was er war. Aber Mel, die andere Verbindung kann ich nicht herstellen. Was für eine? Die zwischen dem Mann, der im Augenblick der Gefahr Entschlossenheit und Mut beweist, und dem zwanghaften, besessenen Einsiedler, der im Garten Mist, wie viel Regen gefallen ist. Warum sind Sie nicht im Pub bei Jimmy? Das zweite Gesicht ist nichts, was man feiern sollte. Und wenn ich es nicht anwende, ist das meine Entscheidung. Wir haben uns schon mal getroffen, oder? Ich meine, abgesehen von gestern Abend, wo ich erfolglos versucht habe, Sie zu überfahren. Ich habe beinahe 20 Jahre darauf gewartet, dass Sie auftauchen. Also wenden Sie das zweite Gesicht an. Ich habe es angewendet. Sehr oft sogar. Beinahe mehr als Jimmy. Da spricht man mit Recht von coolen 6000. Also, Sie geben zu, dass Sie in der Nacht von Dr. Ransoms Tod in Lower Mere House waren und sein Geld gestohlen haben. Das war mein Geld. Ich will überhaupt nichts leugnen. Das Geld gehört mir von Rechts wegen. Ich bin betrogen worden, oder? Sie werden feststellen, Mr. Tanner, dass Sie durch die Annahme einer Wette... Ja, ist ja gut, Sherlock. Was denn? Ich wollte ja weiter nichts als mit dem Vater reden. Damit er weiß, was für ein verschlagenes Aas sein Sohn ist. Also, ich komme zum Haus, die Vordertür steht offen, ich gehe rein. Haben Sie Dr. Ransom gesehen? Nein.
Nein, nur die Plastiktüte. Aber ich konnte hören, wie er sich mit irgendwem in der Küche rumstritt. Die Forschungsarbeit von Jahren! Wir müssen mit einem anderen neu anfangen! Nein! Die Tüte lag auf dem Tisch. Die 6 Riesen waren drin. Und ich dachte, bestimmt brauche ich es dringender als die. Also habe ich es genommen. Aber die waren beide noch quicklebendig, wie ich ging. Und wie kommt es, dass Sie mit Romany Rose in einem Wohnwagen leben? Ist doch nicht illegal, oder? Wir zwei sind kurz nachdem sie kam zusammengezogen. Ich habe da so eine Schwäche für das fahrende Volk. Und sie ist verdammt attraktiv, das muss man ihr lassen. Sie hat allerdings auch 2 tote Ehemänner. Die sicher glücklich gestorben sind. Hören Sie, könnten wir uns beeilen? Also so langsam möchte ich wieder zurück. Nein. Leider nicht, Mr. Tanner. Es gibt da Zusammenhänge zwischen Ihnen und diesen 3 Mordfällen. Und solange ich mir nicht darüber klar werden kann, in welchem Maße Sie beteiligt sind, ist Ihr nächster Boxenstopp eine Zelle. Bitte Gott, hilf mir das zu verstehen. Ich kann die Behauptung nicht glauben, die dein Diener Pete Kubetsky gemacht hat, dass mein Vater und meine Brüder dem Teufel anheimgefallen sind. Dieser Fall ist eine wirklich harte Nuss und die steht unter Hochspannung. Sie haben ihn eingebuchtet. Ich bin Hellseherin, wie Sie wissen. Falls Sie von Mr. Tanner sprechen, der hilft uns bei den Ermittlungen. Hören Sie, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie lassen ihn laufen und ich gebe Ihnen dafür jede Hilfe, die Sie brauchen, um den Mörder zu finden. Und wie gedenken Sie das zu tun? Ich hatte doch gesagt, ich bin Hellseherin. Sie sind also Hellseherin. Schön, und ich bin Polizist und es tut mir leid, aber dieser Hokuspokus steht mir mittlerweile bis hier oben. Also, mein Sergeant hat sich die Mühe gemacht, Sie mal im Polizeicomputer zu suchen, Romany Rose. Die Blüte der Karpaten alias Gloria Pitt aus Audenshaw, Manchester. Einschlägig vorbestraft wegen Betrugs und Diebstahls und zur Vernehmung gesucht in jedem Polizeirevier von hier bis Blackpool North Pier. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich gebe Ihnen einen Vorsprung von 1 Stunde, bevor ich dort anrufe. Und in der Zwischenzeit wäre ich mehr als dankbar, wenn Sie uns die Aufklärung dieser Fälle überlassen würden. Ja, bitte. Dann bin ich eben alles, was Sie hier behaupten. Aber ich weiß zumindest, wie Polizeibeamte denken. Und ich würde sagen, dass rationale Überlegungen diesen Fall nicht lösen werden, oder? Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor sie irgendeinen Erfolg haben? Versuchen Sie was anderes. DCI Barnaby? Was ist... Ich bin Ben Kirby. Ich war das, der John und Papa ein paar aufs Maul gegeben hat. Ich bin froh, dass Sie zu uns stoßen. Mr. Kirby, Emma und Christine sind verschwunden. Wissen Sie, wo sie sind? Kann er das nicht mit seinem Barometer rausfinden? Du hast es verloren, Mel. Vor langer Zeit, du kannst es nicht mehr. Es ist weg, ein für alle Mal. Er findet nicht mal mehr im Dunkeln mit beiden Händen den eigenen Arsch. Oh. Das ist Zeitverschwendung, Sir. Hey, Freund. Schon mal 52 Pickup gespielt? Heb sie auf. Du hebst sie auf, Jimmy. Aufheben, habe ich gesagt. Und ich wette darauf, dass ich weiß, welche du aufhebst. Hat mal einen Erfolg? Also dann. Also dann, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, nichts im Ärmel. Bis auf die Enden von meinen Armen. Komm her. Karo 9. Peak 3. Kreuz 10. Kreuz Dame. Herz Ass. Herz 9. Karo 4. Mein Pfund. Darf ich mal... Danke ich euch. Peter Kubetsky, ich nehme Sie fest unter dem Verdacht des Mordes an John Ransom und wegen Entführung von Emma und Christine Kirby. Und Ihnen dürfte klar sein, dass das erst der Anfang ist. Um was beten Sie, Mr. Kubetsky? Vergebung. Denn Sie wissen nicht, was Sie tun.
Aber Sie wussten ganz genau, was Sie taten, oder nicht? Nein, Vergebung für Sie. Oh. Ich bete für alle, die durch ihre Dummheit oder durch ihr Unwissen oder ihren fehlenden Glauben Gottes irdischem Werk im Wege stehen. Das wollen Sie also getan haben, Gottes Werk auf Erden, als Sie vor dem Pub John Ransom aufgelauert haben, ja? Sie hatten das hier schon seit Wochen erwartet, oder? Das Schreiben von Ihrem Bischof, der Ihnen sagte, was Sie wussten, aber nicht wahrhaben wollten. Dass Prediger Pete Kobetzky seine begrenzte Zeit ausgeschöpft hatte. Denn Sie haben hier in Midsummer Meer versagt. Der Herr, mein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die im Feind sind, verfolgt er die Schuld der Väter an den Söhnen. John Ransom war am Tag seines Todes bei Ihnen. Er war aufgekratzt. Und Leute quälen machte ihm Spaß. Und deswegen hat er Sie gequält, nicht? Er hat seine präkognitiven Fähigkeiten dazu benutzt, Ihnen zu sagen, dass dieser Brief unterwegs war, nicht wahr? Und obwohl Sie ein Leben lang davon überzeugt waren, dass die Zukunft nur Gott allein kennt, haben Sie John Ransom geglaubt. Und nachdem er dann an dem Schlag gestorben war, wollten Sie Max und seinen Versuchen die Schuld in die Schuhe schieben. Sie haben erzählt, dass Sie versucht haben, Ihre Kirche neu zu verkabeln. Und ich denke, dass Ihre bescheidenen Kenntnisse auch bei dem Stuhl Anwendung gefunden haben. Und Emma und Christine waren etwas ganz Besonderes, nicht wahr? Sie waren die ganze Gemeinde, die Sie hatten. Halten Sie Emma da raus. Warum? Weil sie unbefleckt und rein ist? Nein, weil Emma mir gehört. Sie gehört nicht Ihnen, Mr. Kobetzky. So wenig wie Christine. Sie gehört weder Ihnen noch Max. Ich verantworte mich vor etwas Höherem. Lasset uns zurückkehren zum Herrn, denn er allein empfängt in seiner Barmherzigkeit einen jeden, der bereut seine Sünden. Und obgleich wir auch gesündigt, so haben wir doch unseren Fürsprecher im Vater. Da Mr. Kobetzky ja schon einen Fürsprecher gefunden hat, Scott, dürfen wir wohl annehmen, dass er auf einen Anwalt verzichtet. Emma, Ben. Wir wollten uns bedanken. Dieser Prediger Pete, er konnte Versagen ebenso wenig ertragen wie die Vorstellung des zweiten Gesichts. Wollen Sie immer noch, dass Ihr Baby getauft wird? Oh, eines Tages wird die Kirche wieder voll sein. Mit einer Taufe anzufangen ist nicht verkehrt. Nein. Alles Gute also. Mel! Ich wusste ja, wann Sie hier sind. Aber natürlich, das versteht sich. Ich wollte Ihnen das hier geben. So, er müsste eigentlich nicht kommen. Oh, wie nett. Danke, danke schön. Übrigens weiß ich wieder, wann wir uns schon mal begegnet sind. Da war ein Obdachloser während des Sturms von 78 in Meerwood erschlagen worden. Die hatten mich wegen Mordes festgenommen. So ein unterbelichteter DCI. Sie haben mir einen Gefallen erwiesen? Wir hätten sie niemals festnehmen dürfen. Wir hatten keine Beweise gegen sie. Es war ein Schuss ins Blaue. Der DCI sagte, ich solle Anklage erheben lassen. Ich sagte, ich sei Polizeibeamter und kein Hellseher. Und statt dass er mich rausgeworfen hat, hat er sie freigelassen. Danke. Oh. Sie haben den Täter gefasst? Aber Mel, was sonst? Das war's wieder bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Jetzt freuen wir uns sehr über dein Like oder Abo und bis demnächst hier auf YouTube.